Entschuldigung? Ja? Wollen Sie den Engel wegwerfen? Den will ja doch keiner. Meine Tochter war schon am Flohmarkt. Der ist wunderschön. Der gehörte schon meiner Großmutter. Zwei Kriege hat er überstanden. Nach einem Bombenangriff war alles zerstört. Nur der Engel hat überlebt. Warum wollen Sie ihn weggeben? Ich ziehe in ein Seniorenheim. Für Trödel ist da kein Platz, wurde mir gesagt. Ich hätte ihm gerne jemanden gegeben, der ihn einfach weiterleben lässt. Das ist meine Visitenkarte. Auktionatorin? Ja, ich kann jemanden finden, der ihn zu schätzen weiß. Ach, wirklich? Dann nehmen Sie ihn bitte mit. Mach ich. Ich melde mich bei Ihnen. Ja. Alles Gute. Danke. Komm. Wir sind wieder da. Genügend Auslauf für anderthalb Monate. Oh, danke euch. Ich bin auch schon fertig mit Ausmessen. Schau mal. Wo hast du den Ding schon wieder her? Na, hast du schon mit Backen begonnen? Nee. Sie lehnt alles ab, was mit dem Umzug zu tun hat. Das wird schon wieder. Hast du schon Interessenten? Mach dir keine Sorgen. Das Haus ist ruckzuck vermietet. Wenn hier in 3 Wochen der Umzugswagen vorfällt, stehen die 9 Mieter schon parat. Ich wünschte nur, ich könnte mir mit dem Umzug noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir warten alle schon. Entschuldige, ich wurde aufgehalten, aber von etwas sehr Schönem. Ist er nicht wunderschön? Ist das denn ernst? Den willst du jetzt hier aber nicht... Warum denn nicht? Er hat eine Geschichte zu erzählen. Clara, der ist nichts wert. Lass mich doch, wenn es mir Freude macht. Also gut. Abgesehen davon sind wir ja auch noch in Klagenfurt und nicht in London. Timo, ich fange mit dem Engel an. Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Auktionshaus Berger. Bei uns finden Sie Dinge, die eine Geschichte erzählen, die etwas erlebt haben, die über Generationen weitergegeben und wie ein kostbarer Schatz behütet worden sind, nur um heute hier bei Ihnen zu sein. Dieser Engel stammt aus dem 19. Jahrhundert. Er ist vergoldet und hat ein wenig mit den Spuren des Alters zu kämpfen. Aber genau das erzählt seine Geschichte. Er wurde Zeuge, wie zu Kriegszeiten das Haus seiner Besitzerin bombardiert wurde. Alles wurde zerstört und der Engel hielt Wache und überlebte. Wer von Ihnen möchte von diesem Engel beschützt werden und seine Geschichte fortleben lassen? Wir fangen an bei 50 Euro. Wer bietet 50 Euro? 50 Euro? 50 Euro für die Dame mit der 22. Wer bietet mehr? 100 Euro? 100 Euro, der Herr da vorne mit der 44. Wer geht weiter? 150 Euro? Sehe ich 150? Die Dame dort drüben? Wem ist dieser schützende Engel 200 Euro wert? 200 Euro? 200 Euro. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. 200 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Viel Freude mit dem Engel. Wir machen weiter mit einer Halskette aus Privatbesitz. Du warst heute klasse. Danke, Chef.
Ja, ziemlich schlau von mir, meine beste Mitarbeiterin gleich mit nach London zu nehmen. Finde ich auch. Was hältst du davon, wenn deine beste Mitarbeiterin dir heute Abend was Leckeres zu essen kocht? Gute Idee. Mach ich. Bis dann. Bis dann. Guten Tag, Frau Breitner. Frau Wechsler. Sie waren aber schon lange nicht mehr da. Ich habe so viel zu tun. Wir ziehen ja jetzt um. Ja, ist denn das jetzt für immer? Mal schauen. Ist aber eine tolle Chance. Haben Sie noch einen Endiviensalat? Ja, freilich. Passt, ja? Wunderschön. Man soll ja nicht misstrauisch sein, nicht? Aber da hat einer meine Hütte gemietet. Mit dem stimmt irgendwas nicht, bitte. Danke, was macht das? 90 Cent. Der wusste noch nicht einmal, wie lange er bleiben will. Also mindestens ein paar Wochen, danke. Naja, komischer Typ. Ah, er wollte doch nicht, dass ich ihn zur Hütte begleite. Sollte ihm nur den Weg erklären. Naja, wüsste zu gern, was der da oben so macht. Da würde ich doch mal ganz unauffällig vorbeischauen. Genau das werde ich tun, darauf können Sie sich verlassen. Danke. Wiederschauen. London isst man Lamm mit Minzsoße. Dann werde ich da wohl die österreichische Küche einführen müssen. Gibt es schon neuen Mieter? Iris ist dran. Sie ist optimistisch, dass sie schnell jemanden findet. Und jemanden für die Hütte? Hält sie auch die Augen offen. Können wir die Hütte nicht behalten? Das geht doch nicht, mein Schatz. Wir können sie doch nicht leer stehen lassen. Und Iris kann jetzt nach ihrer Knieoperation auch nicht regelmäßig rauf. Ja, wir könnten auch vereinbaren, dass wir zu bestimmten Zeiten für ein paar Tage hinein dürfen. In den Sommerferien zum Beispiel. Wie Iris besuchen. Das ist doch eine gute Idee. Ja. Hab ich noch gar nicht gesagt. In der Wohnung über uns in London wohnt eine Familie mit einem ganz netten Mädchen in deinem Alter. Wir machen es uns da schon schön, wir drei. Machen wir morgen ein Picknick auf der Hütte? Ja, warum nicht? Mal auspacken. Ich hol Besteck. Was machen Sie in meiner Hütte? Was machen Sie in meiner Hütte? Ich habe diese Hütte gemietet. Na, davon wüsste ich. Hören Sie zu, ich habe weder Zeit noch Lust, mit Ihnen zu diskutieren. Also machen Sie Ihr Picknick irgendwo anders. Diese Hütte habe ich von Frau Breitner gemietet. Reicht das jetzt? Die Hütte von Frau Breitner ist da drüben! Aber der Schlüssel lag auf dem Holzbalken über der Tür. So wie sie gesagt hat. Zugegeben, Frau Breitner und ich, wir sind vielleicht nicht sehr erfinderisch, was unser Schlüsselversteck betrifft. Trotzdem würde ich Sie jetzt bitten, zu verschwinden. Jo, und Ihr Chaos, nehmen Sie mit! Bin gleich wieder da. Wer ist denn das?
Unverschämter Kerl. Die andere Hütte gefällt mir nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Die liegt direkt an einem Wanderweg. Ich brauche eine ruhige, abgeschiedene Hütte. Dann suchen Sie sich eine. Was wollen Sie denn hier machen? Was auch immer, es ist nicht in unserer Hütte. Aber du hast doch gesagt, wir suchen einen Mieter. Na also, dann miete ich eben. Das entscheide immer noch ich, an wen ich vermiete. Aber Robert hat doch gesagt... Sophie! Jetzt denken Sie doch bitte drüber nach. Ich zahle doch ein paar Mieten im Voraus. Na gut, ich überleg's mir. Solange können Sie von mir aus bleiben. Komm, Sophie, dann gehen wir jetzt. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Wieso? Es zieht ein mächtiges Gewitter auf. Danke, schaffen wir schon. Komm, Sophie. Unsere Hütte verlassen, wir möchten uns gerne umziehen. Komm her, Schatz. Ärmchen hoch. Oh, das ist nass. Wenn das Unwetter vorbei ist, möchte ich gerne, dass Sie Ihre Sachen packen und gehen. Ich dachte, Sie wollten mir die Hütte vermieten. Ich hab gesagt, ich überleg's mir. Frag ihn, ob er auch was möchte. Fragen, ob du auch was essen willst. Guten Appetit. Danke. Geht das denn? Ja, ja. Kein Problem. Ist doch wunderbar. Dann haben wir doch unseren Mieter. Aber er ist unverschämt. Irgendwie ist er mir auch unheimlich. Solange er die Miete zahlt und die Hütte nicht abfackelt, kann es uns doch egal sein, was er für ein Typ ist. Findest du nicht auch? Such mir lieber aus, an wen ich meine Hütte vermiete. Schatz, jetzt entspann dich einfach ein bisschen. Er wird uns schon keinen Ärger machen. Wir sollten uns jetzt nicht mit solchen Kleinigkeiten beschäftigen. Außerdem sind die Verträge aus London da. Übrigens genauso, wie wir sie verhandelt haben. Einmal hier. Und dann noch einmal hier. Auf eine glückliche Zukunft. Hm.
Ja? Das soll ich ihm von meiner Mutter geben, das Geld für den Engel. Ich soll ihm sagen, er ist jetzt bei jemandem, der ihn zu schätzen weiß. Und sag du deiner Mutter, dass sie selber ein Engel ist, ja? Der Mietvertrag. Danke. Unter einer Bedingung. Im Juli möchten wir die Hütte gerne selbst nutzen. Steht alles drin. Kein Problem. Tut mir leid, wegen gestern. Ich war wohl ein wenig ruppig. War vielleicht auch nicht sehr charmant. Lesen Sie ihn sich in Ruhe durch. Komm die nächsten Tage vorbei und hol ihn ab. Mach ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Was hältst du von dem hier? Ich glaube, in den hohen Räumen mit den weißen Fenstern ist der toll. Ach, lass uns doch die Stoffe in London aussuchen. Hm? Da gibt es so tolle Läden. Ja? Du weißt aber, dass du mich dann nicht mehr rausbekommst, wenn ich mal drin bin. Das nehme ich gerne in Kauf, um dich so lächeln zu sehen. Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja, das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher. Worum geht's denn? Ich hätte eventuell ein Bild zu verkaufen. Es ist ein Eugen Warnbrecht. Das muss ich mir anschauen. Dann kann ich Ihnen sagen, was es wert ist. Sehen Sie so lieb und kommen zu mir nach Hause. Wissen Sie, ich möchte ungern mit dem Bild. Also normalerweise machen wir das nicht so. Heute 17 Uhr? Gut, ich freue mich, ich werde da sein. Sonneck, Wiesengrund 4. Gut. Sie könnte das Bild ruhig bei uns vorbeibringen, meinst du nicht? Ich fahre da heute mal raus. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Der sieht aber böse aus. So böse? Macht er nicht auch was Nettes? Nee, ich mag den nicht. Tassilo! Oh, jetzt hat er was aus seiner Hütte gefressen. Jetzt hör mal gut zu. Ich kann hier weder Kinder noch Hunde gebrauchen, verstanden? Komm, Tassilo. Die Falte da oben muss weg. Schon besser. Kann ich dir was vorlesen? Du weißt aber auch nicht, was du willst. Stimmt. Jona war traurig und wütend und einsam. Gleich alles auf einmal. Vor ein paar Wochen war er mit seinen Eltern umgezogen und ging seitdem in eine neue Klasse. In einer neuen Schule mit neuen Kindern. Und es schien so, als hätten sich alle gegen ihn verbündet. Hier in der Nähe, oder? Möchten Sie einen Kaffee? Gerne. Darf ich es abnehmen? Natürlich.
Warenrecht liegt im Moment bei etwa 4.000 Euro. Darf ich Sie fragen, warum Sie ihn verkaufen wollen? Mein Mann ist vor einem halben Jahr verstorben. Das tut mir leid. Er ist in diesen Bergen abgestürzt. Seither kann ich den Anblick dieses Bildes nicht mehr ertragen. Das verstehe ich. Milch, Zucker? Nein, danke, schwarz. Wenn ich mich entschließe, dieses Bild zu verkaufen, dann möchte ich, dass es zu jemandem kommt, der... Der es zu schätzen weiß. Natürlich. Das ist doch... Das ist mein Mann. Nein, den meine ich nicht, den Mann daneben. Benedikt Sanders. Sie kennen ihn? Flüchtig. Er ist schuld am Tod meines Mannes. Bitte verstehen Sie, wenn ich darüber nicht reden will. Wie gesagt, das Haus ist in einem tadellosen Zustand. Und ich werde mich als Nachbarin und Maklerin immer um die Belange der Mieter kümmern. Hallo, Iris. Ah, da kommt Sophie, die Tochter der Besitzerin, mit meinem Hund. Keine Sorge, ist kein Kläfer. Na, du? Hast du denn eigentlich schon mal von den Siebenschläfern im Dachstuhl erzählt? Das sind vielleicht Biester. Der Kammerjäger kriegt sie einfach nicht raus. Neulich nachts ist mir einer über die Hand gekrabbelt. Warst du so lange mit Tassilo draußen? Ja. Wo warst du denn? Warst du auf der Hütte? Ja, ich wollte nur mal gucken. Ich möchte nicht, dass du alleine auf die Hütte gehst. Haben wir uns verstanden? Ja, aber... Nichts aber. Wir wissen gar nichts über diesen Mann. Er ist ein absolut Unbekannter. Okay. Na gut. Dann ab jetzt Hände waschen. Es gibt gleich Essen. Wer ist ein Unbekannter? Hab ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe die Hütte vermietet. So schnell? Hat sich so angeboten. War plötzlich da und hat gefragt, ob er sie mieten kann. Und jetzt bereust du's? Nein, aber ich habe eine Kundin, die ihn kennt und die komische Sachen über ihn sagt. Waren die beiden gerade interessiert? Ich glaube schon, ja. Du kannst sicher sein, dass ich jemand Nettes aussuche. Schließlich muss ja ich mit ihnen auskommen. Isst du mit? Gern. Aber so wie mit dir und Sophie kann es gar nicht mehr werden. Ich sehe Sophie noch als 5 Tage alten Säugling vor mir. Weißt du noch, wie sie so geschrien hat, dass sie blau angelaufen ist? Und uns ist fast das Trommelfell geplatzt. Sie ist wie eine Enkeltochter für mich. Und du bist eine richtige Freundin geworden, das wollte ich dir schon immer sagen. Ich mache mir viele Gedanken um dich, um euch. Hoffentlich ist es richtig, dass ihr geht. Ja, aber du weißt, wie schwierig es oft für mich war, alleine mit Sophie. Der Schritt Richtung London ist auch ein wichtiger Schritt Richtung Familie. Ich wünsche es euch. Nimmst du das Tablett mit raus? Klar. Sind Sie Künstler? Erschrecken Sie gern Ihren Mieter? Entschuldigung. Ich wollte den Mietvertrag abholen. Was wird das? Illustrationen zu einem Kinderbuch. Arbeiten Sie immer auf irgendwelchen Hütten von wildfremden Menschen? Sind Sie immer so neugierig? Sie sind mein Mieter. Ich will doch wissen, auf wen ich mich da eingelassen habe. Darf ich? Sie sitzen ja schon. Kennen Sie eine Sabine Schäffler? Warum? Ich arbeite in einem Auktionshaus und sie war neulich bei mir, weil sie ein Bild verkaufen möchte, was ihrem verstorbenen Mann gehörte. Kannten Sie ihn? Ich finde, Ihr Interesse geht ein wenig zu weit. Vielleicht. Er war mein bester Freund. Bei einer Bergtour ist er tödlich verunglückt. Es tut mir leid. Wir waren ein gutes Team. Er hat die Bücher geschrieben, ich habe sie illustriert. Das hier, sein letztes Buch. Ich habe einfach keine Ideen dazu. Ich hatte auch mal so eine Phase. Es war kurz nach der Trennung von meinem Mann. Sophie war gerade ein paar Monate alt, als er sich aus dem Staub gemacht hat. Damals ging es mir nicht gut. Ich musste als Auktionatorin die Dinge, die ich versteigern will, auch richtig anpreisen. Die Leute haben gespürt, dass ich nicht mit dem Herzen dabei war. Fast nichts verkauft.
Und was haben Sie dann gemacht? Jetzt werden Sie mich für verrückt halten. Ich bin über Nacht im Auktionshaus geblieben. Und als ich da plötzlich allein war mit all den Dingen, habe ich hinter jedem einzelnen Gegenstand den Zauber wiederentdeckt. Jetzt halten Sie mich doch für verrückt. Nein. Wirklich nicht. Haben Sie den Mietvertrag? Hm? Oh ja, natürlich. Guten Tag, Frau Breitner. Hallo. Ich wollte nur sagen, dass es eine Verwechslung gab. Der Herr Sanders ist jetzt auf meiner Hütte. Wir haben Sie nicht rausgeschmissen. Ich habe ohnehin einen Mieter gesucht. Und da dachte ich mir... Er hat ja bei mir das Meldeformular ausgefüllt. Und da habe ich seinen Namen einmal ins Internet gegeben. Na, da kommen keine sehr erfreulichen Dinge heraus. Guten Tag. Guten Tag. Brauchen Sie noch was? Nein, das war's dann noch. Danke. Gut. Bitte. Wollen wir ins Café am See gehen? Gerne. Ich habe noch was zu tun. Bist du so lieb und holst Sophie schon mal ab? Okay, mache ich. Bis später. Wir sehen uns dann. Entschuldigt bitte. Ich habe die Zeit völlig vergessen. Hallo Mama. Hallo meine Süße. Hallo Schatz. Jetzt habe ich aber richtig Hunger. Ich möchte mir noch zu Ende füttern. Ist in Ordnung. Kommst du danach, ja? Ja. Okay. Oh, tut mir leid. Alles in Ordnung. Und? Was gab's denn noch so Dringendes? Dieser Benedikt Sanders, der Mieter von unserer Hütte, der war mit einem Freund beim Bergsteigen und der ist dabei tödlich verunglückt. Ja, es ist schlimm, aber sowas kommt vor. Ja, aber die beiden haben sich wohl gestritten und Sanders ist alleine zurückgegangen. Angeblich war sein Freund alleine, als er abgestürzt ist. Weil er war ein erfahrener Bergsteiger. Und jetzt glaubst du, dass dieser Sanders damit irgendwas zu tun gehabt haben könnte? Die Presse hat es anfangs so in den Raum gestellt. Und? Ist es nicht komisch, dass er sich da so ganz allein auf eine einsame Hütte zurückzieht? Er sagt, er braucht Ruhe zum Zeichnen, aber... Schatz, ich bin mir ganz sicher, dass die Polizei jedes Detail ermittelt hat. Außerdem sollten wir uns langsamer um uns kümmern, um unseren Umzug. Lass uns mal aufschreiben, was wir alles noch erledigen müssen. Also, die beiden Umzugsunternehmen vergleichen, eins davon beauftragen. Umzugsunternehmen. Die Visitenkarten verschicken. Mit der neuen Adresse? Den Umtrunk organisieren? Clara? Umtrunk organisieren. Als Carlo und Niklas ihn wieder mal ärgerten und Jonas sich ängstlich in die letzte Ecke des Schulhofs verkroch, stand plötzlich ein Junge. So groß wie ein Riese neben ihm. Bedrohlich und gefährlich sah er aus. Und Jona zog sich wimmernd noch weiter in die Ecke zurück. Da beugte sich der Riese zu ihm hinunter und sagte, ich bin's doch nur, August. August? Jonas sah ihn mit fragenden Augen an. August reichte ihm lächelnd seine große Pranke und sagte, ja, August, dein Freund. So einen August könnte ich in London auch gebrauchen. In London? Wir wollen in 2 Wochen umziehen. Mama und Robert arbeiten in einem großen Auktionshaus. Ist Robert dein Papa? Mm-mm. Mamas Freund. Freust du dich?
möchte viel lieber hier bleiben. Ah, jetzt habe ich eine Idee, wie August aussehen könnte. Sophie! Wir hatten noch eine Abmachung. Guten Tag. Tag. Ich helfe doch nur Ben. Ja. Ihre Tochter ist wirklich kreativ. Pause? Na gut. Du wolltest mir doch noch den Wasserfall zeigen. Naja, wenn deine Mutter noch Zeit hat. Bitte, Mama. Ben hat einen Wasserfall entdeckt. Na, von mir aus. Also verlassen Sie die Hütte auch manchmal? Ja, manchmal. Waren Sie eigentlich dabei, als es passiert ist? Nein. Ich bin vorher abgestiegen. Und wie ist es dann passiert? Ich meine, hatte Ihr Freund keine Erfahrung in den Bergen? Doch, hatte er. Bitte verstehen Sie. Ich möchte nicht darüber sprechen, in Ordnung? Es tut mir leid, ich habe mich nur gefragt, ob Sie es gesehen haben, weil Sie ja der einzige Zeuge sind. Was wollen Sie von mir? Glauben Sie, ich habe in den Berg hinuntergestoßen? Nein. Dann halten Sie sich aus Dingen raus, die Sie nichts angehen. Donnerstag, mein Schatz. Ihr könnt ruhig schon mal weiterparken. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Mischst du bitte noch die Wohnzimmerfenster aus? Mach ich. Vielleicht findest du in der Zwischenzeit noch ein paar Goldengel. Hm? Ich muss zum Flughafen. Hm. Iris wollte Brötchen vorbeibringen. Magst du die noch frühstücken? Sie war im Besitz von Franz Josef dem Ersten. Und somit wohl Zeugin so manch eines politischen Geheimtreffens. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Frau Schäffler, guten Tag. Guten Tag. Ich habe mich entschlossen. Ich will das Bild verkaufen. Das freut mich. Ich habe mich noch mal erkundigt. Der Wert liegt tatsächlich bei 4.000 Euro. Ich könnte es Freitag mit in die Auktion nehmen, um 10. Gut, ich bin da. Dankeschön. Gerne. Wiederschauen. Wiedersehen. Ach, Frau Schäffler? Die Illustrationen, die Benedikt Sanders für das Buch ihres Mannes macht, die sind wirklich wunderschön. Er wird das Buch nicht illustrieren. Niklas und Jonas standen sich gegenüber. Um sie herum die anderen Schulkinder, die die beiden lautstark anfeuerten. Niklas grinste hämisch. Er war sich sicher, dass Jona gleich wieder die Hosen voll haben würde. Jona sah zu August hinüber, der groß und stark neben ihm stand und ihn aufmunternd anlächelte. Da raste Jona auf Niklas zu und schmiss ihn mit solch einer Wucht um, dass er sprachlos liegen blieb. Ich kenne einen, der sieht genauso aus, wie ich mir Niklas vorstelle. Und wie? Er hat eine Zahnspange, große Ohren, braune Haare, die immer so komisch gegiert sind. Und immer so Kapuzenpullis an. Hallo, Sophie. Guten Tag. Hallo. Na, schon Hausaufgaben gemacht? Nee, mache ich später. Danke. Stettin. Danke. Frau Schäffler war heute noch mal bei mir. Sie schien nicht wirklich einverstanden damit, dass Sie das Buch illustrieren. Wieso? Was hat sie gesagt? Sie das Buch nicht illustrieren werden.
Markus und ich haben regelmäßig Bergtouren zusammen gemacht. An diesem Tag war das Wetter nicht besonders gut. Der Himmel hat sich immer weiter zugezogen. Ich habe vorgeschlagen, umzukehren. Aber Markus wollte unbedingt bis ganz nach oben gehen. Anfangs war ich einverstanden. Aber dann war mir nicht mehr wohl dabei. Ich habe ihn gebeten, mit mir zurückzukommen. Er wollte nicht. Wir haben uns in die Haare gekriegt. Er war merkwürdig aggressiv. In meiner Wut bin ich zurückgegangen und habe ihn allein gelassen. Ein paar Stunden später stand die Polizei vor meiner Tür. Markus war tödlich verunglückt. Er ist 30 Meter tief in eine Felsspalte gestürzt. Ich hätte ihn niemals da oben allein lassen dürfen. Und genau das ist, was Sabine mir vorwirft. Aber deshalb haben Sie keine Schuld an seinem Tod. Wenn ich bei ihm geblieben wäre, dann hätte ich ihm vielleicht helfen können. Wenn man an Schicksal glaubt, so wie ich, dann hätte man gar nichts ändern können. Es musste so kommen. Ich träume jede Nacht davon, dass ich ihn in letzter Sekunde festhalten kann. Er fehlt mir so. Er war mein nächster Freund. Gerade deshalb wäre es mir so wichtig, dass ich sein letztes Buch illustriere. Kann seine Frau denn das entscheiden? Kann sie. Die Rechte liegen bei ihr. Vielleicht überlegt sie sich's ja nochmal. Für sie bin ich der Schuldige. Und ich kann sie nicht mehr verübeln. Und wenn sie nochmal mit ihr reden? Sabine? Was willst du hier? Ich wollte mit dir reden. Es gibt nichts mehr zu reden. Dann lass uns doch wenigstens über das Buch sprechen. Wozu? Ich habe mich entschieden, mit jemand anderem zu arbeiten. Es würde mir so viel bedeuten, ein letztes Mal für Markus zu illustrieren. Wir waren doch ein Team. Ihr wart kein Team. Sonst hättest du nicht alleine gelassen. Dann sprich mit mir! Bitte. War das am Berg genauso? Erst habt ihr gestritten und dann hast du die Fassung verloren. Wir haben schon geschlossen. Trauen Sie sich wieder in die Zivilisation? Ich habe versucht, mit Sabine zu reden. Und?
Die gehört einer bekannten russischen Ballerina. Ich war gerade dabei zu gehen. Kennen Sie jede Geschichte, die dahinter steckt? Nicht von allen Antiquitäten, aber von den meisten. Darin wurde 3 Generationen lang Schokolade aufbewahrt. Schokolade. Den hat jemand in einer leerstehenden Scheune gefunden. Ein scheinbar ungeliebtes Stück, das dringend einen liebevollen Besitzer sucht. Der ist schön. Der ist nicht verkäuflich, der hat meine Mutter gehört. Sie ist schon gestorben? Ja, noch vor Sophies Geburt. Hat ihre Enkelin leider nie kennengelernt. Und kurz darauf hat sie Sophies Vater verlassen. Ja. Es war keine leichte Zeit. Aber man muss nach vorne schauen. Ja. Deshalb gehen Sie ja nach London. Woher wissen Sie das? Sophie. Ja. Robert und ich haben ein gutes Angebot bekommen. Robert. Arbeitet er auch hier? Ja, er ist hier Geschäftsführer. Ah. Es gefällt mir sehr gut, was Sie hier machen. Es erinnert mich an meine Arbeit. Sie erwecken Dinge zum Leben. Ja. Haben Sie Hunger? Ah, die Pizza. Kommen Sie rein. Was macht das? 18,50. Danke, stimmt so. Danke. Tschüss. Ciao. Ich glaub's nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe. Eigentlich ausschließlich für deinen Freund illustriert? Nein, aber hauptsächlich. Ich kann nur Bücher illustrieren, die mich auf jeden Fall berühren. Das verstehe ich gut. Ich kann auch die Sachen besser verkaufen, die mir am Herzen liegen. So konnte ich bisher nur mit Sabine reden. Wir haben uns gut verstanden. Auch jetzt. Vielleicht braucht sie einfach Zeit, bis sie alles verarbeitet hat. Ich glaube, sie kann mit ihrem Leid einfach nicht umgehen. Ich weiß noch sehr gut, wie das damals war, als ich mit Sophie plötzlich alleine dastand. Ich hätte auch am liebsten jemanden gehabt, an dem ich meine Wut über diese ganze Ungerechtigkeit auslassen kann. Als ob die eigenen Schuldgefühle nicht ausreichen. Ich kann mir mein altes Leben irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Es ist schön, mit dir hier zu sein.
mir leid, dass es so spät geworden ist. Das macht doch nichts. Ich habe tief und fest geschlafen. Ach, Sophie schläft auch. Sie hat mir den ganzen Abend von dem Mieter eurer Hütte erzählt. Er hat sie sehr angetan. Ja. Hattest du einen netten Abend? Ja. Ich musste mit Herrn Sanders noch was wegen dem Mietvertrag besprechen. Dann ist der Unbekannte ja nicht mehr ganz so unbekannt. Nein. Gut. Ach, ich gehe da mal rüber. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke dir. Geht mir morgen so zu Ben. Er will mir noch das Ende vorlesen. Okay, machen wir. Jetzt schlaf schön weiter. Schau mal. Siehst du ihn? Ist das toll? Er kommt jeden Morgen um die gleiche Zeit. Oh, der ist süß. Wir haben Frühstück mitgebracht. Sie wollte unbedingt die Geschichte zu Ende hören. Na dann, komm mal. Bist du fertig mit deinen Zeichnungen? Nein, ich habe aufgehört. Ich soll das Buch doch nicht illustrieren. Aber dann war ja alles umsonst. Weißt du was? Wir illustrieren das Buch fertig und ich lasse dann drucken. Nur für uns zwei. Au ja. Danke. Liest du mir jetzt noch das Ende vor? Ach, Sophie, lass doch Ben in Ruhe frühstücken. Darf ich? Gerne. Jonas Mutter war glücklich, dass ihr Sohn in der Schule endlich Anschluss gefunden hatte. Die Hänseleien hatten aufgehört. Und jeden Tag rief ein Dutzend Freunde an, um sich mit Jonas zum Spielen zu verabreden. Neugierig fragte Jonas Mutter: Möchtest du denn deinen Freund August nicht mal mitbringen? Du hast zu viel von ihm erzählt. Jona lächelte und antwortete: Nein, der ist schon lange fort. Dorthin, wo er als nächstes gebraucht wird. Schön. Nimm dir doch was. Wir müssen sowieso gleich wieder runterpacken. Aber Ben kann uns doch helfen. Ja, ich helfe gerne. Sophies Wiege.
war so lange nicht hier oben. Ein großer Schritt. Einfach alles so hinter sich zu lassen. Mama? Wir packen hier ein anderes Mal. Können wir uns was essen gehen? Ich habe Hunger. Dann zeigen wir Ben mal unseren Lieblingsplatz, hm? Au, ja, super! Die alte Dame nicht mehr aus dem Kopf. Alles, was hier bleibt, ist nur noch die Erinnerung. Aber auch die verblasst irgendwann. Mir geht's so mit Markus. Ich zeichne ihn oft, um ihn irgendwie für mich festzuhalten. Ich bin gleich wieder da. Schreib mir deinen Engel. Also, schmal, stand und hatte so eine Gitarre in der Hand. So? Nein, ganz anders. Komm, versuch. Okay. Anders. So lange Haare ungefähr? Genau, Ganzkörper, ja. Ich hab noch was für Sie. Hier. Oh, mein Engel. Ach, dass er Sie weiterhin beschützt. Ich danke Ihnen. Alles Liebe. Na, wie war es in London? Prima. Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und? Viele exponierte Gemälde und ein internationales Publikum, das bereit ist, viel Geld auszugeben. Die haben mir nochmal ihr Vertrauen ausgesprochen und mich beglückwünscht zum Strategiepapier. Außerdem können Sie es kaum erwarten, eine so kompetente Mitarbeiterin wie dich in Ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Und? Welches Umzugsunternehmen nehmen wir jetzt? Das habe ich total vergessen. Klar. Oh. Bist du bloß mit deinen Gedanken? Uns läuft langsam die Zeit davon. Oh, ist alles ein bisschen viel gerade. Ich hab was für dich. Die ist total schön. Hab mich so angelacht. Warte. Und? Perfekt. Dankeschön. Ich bin müde. Thank you.
Deine letzte Option hier. Genieß sie. Mach ich. Kennt ihr euch? Das ist der Mieter von unserer Hütte. Ein Augenblick ist vergänglich. Man kann ihn nicht aufhalten. Er verstreicht und zieht vorüber. Und alles, was übrig bleibt, ist nur noch eine vage Erinnerung. Doch es gibt einen Moment, der gleich doppelt festgehalten werden konnte. Das erste Mal, als Eugen Warnbrecht damals an einem Sommertag 1922 vor dieser Bergkulisse am Klopainer See stand und sie für die Ewigkeit festhielt. Und ein zweites Mal, viele Jahre später, als der Besitzer dieses Bildes an genau dem gleichen Ort stand und diesen Augenblick nachvollziehen konnte. Derjenige unter Ihnen, der später dieses Bild an sich nehmen wird, wird diesen Moment von damals noch einmal erleben können. Das Bild wurde geschätzt mit 4.000 Euro. Wir beginnen mit 3.000 Euro. 3.000 Euro von dem Herrn da drüben. Wer bietet 3.100 Euro? 3.100 Euro von der Dame da drüben. Wer bietet 3.200? 3.200? Bietet jemand mehr? Bietet jemand 3.300 Euro? 3.300 Euro für die Dame dort. Wer bietet mehr für diesen wunderschönen Eugen Warnbrecht? Bietet jemand 3.400 Euro? Wer bietet mehr? Bietet jemand 3.500 Euro? 3.500 Euro für dieses Gemälde von 1922. Wer bietet mehr? Bietet jemand 3.600? 3.600 Euro für dieses Gemälde von Eugen Warnbrecht von 1922. Bietet jemand mehr? Nein? 3.600 Euro zum Ersten, zum Zweiten? Ich will das Bild auch nicht verkaufen. Stoppen Sie die Auktion. Das geht nicht. Gibt es ein Problem? Ich will das Bild nicht verkaufen. Entschuldigen Sie, aber wir haben einen Vertrag. Ich glaube, dieses Mal sollten wir wirklich eine Ausnahme machen. Clara, wir haben einen Vertrag. Auch du musst dich mal an die Regeln halten. Robert, bitte. Okay, aber bitte bring mich in London nie in diese Verlegenheit. Und du erklärst es dem Publikum hier. Es tut mir leid, ich hole das Bild in ein paar Tagen ab, ja? Meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid. Das eben angebotene Gemälde wird leider aus persönlichen Gründen zurückgezogen. Wir machen weiter mit einem Leuchter aus Sterling-Silber. Er ist 13,5 cm hoch. Sabine, ich... Keine gute Idee, hierher zu kommen. Darf ich vorstellen? Benedikt Sanders, Robert Kemper. Robert Kemper. Ich habe schon einiges von Ihnen gehört. Leider ist mit dem Bild ja heute nicht geklappt. Ich hoffe, Sie bleiben unserem Hause trotzdem treu, auch wenn Clara und ich ab nächster Woche in London sind. Der neue Geschäftsführer ist ein sehr fähiger Mann. Sicher. Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt ist recht. Komischer Kerl. Schau doch nicht mal in die Augen. Komm. Thank you.
Tagen ist der Umzug. Klar. Ich möchte gerne noch was zeigen. Die Stelle, an der Markus abgestürzt ist. Ich war noch mit niemandem dort. Um 3 an der Bergstation vom Sessellift? Schön, dass es dich gibt. Der Möbelwagen kommt übermorgen um 8. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Unserem Traum vom gemeinsamen Leben. Man wird ja wohl noch ein bisschen wehmütig sein dürfen. Ja, schon, aber die Vorfreude sollte überwiegen. Findest du nicht auch? Es tut mir leid. Ist alles in Ordnung? Sicher. Was ist denn jetzt los? Entschuldigung, was ist denn mit dem Lift los? Weiß ich selber nicht. Clara, wie gut, dass du anrufst. Ich habe die perfekten Mieter gefunden.
Iris, ich sitze seit über einer halben Stunde im Sessellift fest. Großer Gott, du Arme. Soll ich an der Talstation Bescheid geben? Habe ich schon gemacht, die Suche nach der Ursache. Iris, ich muss dir was erzählen. Ich kann nicht mit Robert nach London ziehen. Ich habe mich verliebt. Jetzt hast du dich verliebt in deinen Unbekannten. Ja. Mir ist so viel klar geworden. Ich habe immer gedacht, Robert und mich verbindet unsere Liebe zur Arbeit. Aber das ist es gar nicht. Er liebt was ganz anderes als ich. Ben spürt das, was ich spüre. Die Dinge hinter den Dingen. Verstehst du, was ich sage? Clara, bist du dir wirklich sicher? Ganz sicher. Hör auf dein Herz, Clara. Es geht weiter. Ich melde mich später. Bin ich froh, dass ich da bin. Ben, ich muss dir was sagen. Ich will nicht nach London gehen. Ich will bei dir bleiben. Das geht nicht. Aber warum, wenn ich mich doch entschließe zu bleiben? Weil ich... Ich bin einfach nicht frei. Ich kann doch an deiner Seite sein. Clara, bitte, ich habe genug Probleme, alleine klarzukommen. Ich kann dir und Sophie das nicht zumuten. Bitte glaub mir, ich würde dir so gerne was anderes sagen. Warum tust du es denn nicht? Möchten Sie was trinken? Ich habe Eistee. Gerne. Es tut mir leid. Meine Nerven. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich kann mir das vorstellen, dass das nicht einfach für Sie ist. Wir waren 20 Jahre zusammen. Wir wollten gemeinsam alt werden. Einsamkeit halte ich manchmal fast nicht aus. Darf ich Ihnen was sagen? Sie sind nicht alleine. Ben geht es genauso. Reden Sie mit ihm. Teilen Sie Ihr Leid. Das wird Ihnen helfen. Frau Schäffler? Das ist nur der Kreislauf. Soll ich einen Arzt rufen? Kreislauf. Das ist nur der Kreislauf. Danke, dass Sie mich gleich gerufen haben. Ich glaube, ich lasse Sie jetzt besser alleine. Auf Wiedersehen, Frau Schäffler. Danke. Gute Besserung. Ich denke, das war der Stress der letzten Monate. Sie sind sehr schmal geworden. Der Tod meines Mannes hat mich sehr mitgenommen. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt bleiben Sie erst einmal schön liegen. Möchten Sie darüber reden? Sein Tod war so sinnlos. Sein Tod war unausweichlich. Er hat seine Krankheit vielleicht bei Ihnen verharmlost. Sie müssen das so sehen.
Ihre Mann ist durch den Unfall viel Leid erspart geblieben. Leid? Was für Leid? Er hat Ihnen nichts gesagt. Was hat er nicht gesagt? Er hatte immer wieder Schwindelanfälle. Kopfschmerzen, das müssen Sie doch gemerkt haben. Er hatte viel Stress, er war oft unter Druck. Ich habe ihm wieder gesagt, er soll nicht übertreiben. Ich habe ihn zu einem Spezialisten überwiesen und der hat einen bösartigen Tumor im Kopf diagnostiziert. Die Heilungschancen waren gleich null. Warum hat er mir das nicht gesagt? Clara? Da bist du ja. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich war doch bei Frau Schäffler. Ich habe nicht gewusst, dass dir diese Frau so wichtig ist. Wusstest du nicht? Woher auch? Es tut mir leid. Wir sind beide zurzeit ein bisschen angespannt. Wir sollten aber jetzt nach vorne schauen. Morgen früh kommt der Umzugswagen und dann geht es endlich los. Ja, morgen geht's los. Ich habe sie abgenommen und vergessen, wieder anzulegen. Schon da. Ich hab dir doch was versprochen, erinnerst du dich? Hm? Schau mal. Gefällt's dir? Hm? Danke. Ich wünsche dir alles, alles Gute in London, Sophie. August wird auf dich aufpassen. Im nächsten Sommer kommen wir wieder auf die Hütte. Sehen wir uns dann? Vielleicht. Schon komisch. Du hast dein ganzes Leben in einen Umzugswagen. Clara, bist du sicher, dass du das willst? Es ist das, wozu ich mich entschlossen habe. Ich wünschte, nur Ben wäre der Unbekannte geblieben. Clara, mach dir keine Vorwürfe. Es geht darum, dass du glücklich bist. Ich habe mich auf London gefreut. Ich wollte ein Leben mit Robert. Warum sollte das jetzt plötzlich anders sein? Na, Schatz, alles klar? Ja. Ich geh noch mal rein. Gehen wir ein Stück gemeinsam. Dieser Miska. Er hat niemandem was davon erzählt. Ich habe gewusst, dass irgendwas nicht in Ordnung war mit ihm.
Ich wollte es nicht wahrhaben. Er hätte nie gewollt, dass du leidest. Der Gruber hat gesagt, dass ihm viel erspart geblieben ist. Das klingt jetzt komisch, aber irgendwie bin ich erleichtert. Markus hat immer gesagt, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Genau das hat er getan. Er hat mit seinen Geschichten die Kinder glücklich gemacht, die wir selbst nicht haben konnten. Und ich bin so dankbar, dass ich Zeit mit ihm verbringen durfte. Es tut mir leid, dass ich dir diese Vorwürfe gemacht habe. Aber ich konnte mit seinem Tod nicht umgehen. Schon gut. Ich bin froh, dass ich dich nicht auch noch verloren habe. Ich möchte, dass du das Bild bekommst. Markus würde das bestimmt gefallen. Das macht mich sehr glücklich, danke. Zeig mir deine Zeichnungen. Sie werden dir gefallen. Ja. Wiedersehen, meine beiden. Ich werde euch so vermissen. Kommt mich bald besuchen, ja? Das machen wir, versprochen, ja? Komm, geht da rein. Setz dich in die Mitte. Vielen Dank für die Hilfe. Ist doch selbstverständlich. Entschuldigen Sie, Clara Weixler, ist die schon weg? Ja, gerade eben. Ranfahren? Ich möchte anhalten und mich von Frau Breitner verabschieden. Beeilst du dich? Wir sind spät dran. Ich wollte mich nur noch von Ihnen verabschieden. Es ist aber lieb, dass Sie noch vorbeikommen. Oh, lassen Sie sich drücken. Was ist jetzt mit Ihrer Hütte? Bleibt dieser Herr Sanders? Ja, er ist der Mieter. Und haben Sie ihn einmal ein bisschen auf den Zahn gefühlt? Er ist in Ordnung. Na gut, dann bin ich erleichtert. Ja, jetzt muss ich leider gehen. Clara. Hallo. Hallo. Ich wollte dir unbedingt noch was sagen. Sabine war bei mir. Wir haben uns ausgesprochen. Das freut mich für dich, Ben. Wirklich. Wir haben beide erst jetzt erfahren, dass Markus unheilbar krank war. Und sie wusste nichts davon? Du meinst, er hat sich absichtlich runtergestürzt? Möglich. Aber ganz egal, was wirklich passiert ist, es hat ihn vor vielen bewahrt. Ich muss gehen. Vielen Dank für alles. Clara. Warten Sie. Lass uns ein paar Meter gehen. Ist irgendwas, was du mir sagen willst?
Mir ist in der letzten Zeit einiges klar geworden, Robert. Wir beide sind sehr unterschiedlich. Wir haben einen gemeinsamen Beruf. Wir lieben unsere Arbeit. Du liebst was ganz anderes als ich. Mir geht es nicht um Profit und Verkaufsstrategien. Mir geht es darum, Dinge zum Leben zu erwecken. Das hast du nie verstanden. Und das fällt dir jetzt ein, wo wir uns ein gemeinsames Leben aufbauen wollen? Ist dir klar, was das bedeutet, alles wieder rückgängig machen zu müssen? Wie stehe ich jetzt in London da? Wie erkläre ich denen das? Genau das meine ich. Für dich ist es beschlossene Sache. Du redest von Umständen und... Es gibt ja jemanden, der mir die Augen geöffnet hat, ohne dass er es wollte. Einfach dadurch, dass er da war. Ein Fremder? Der die Hütte mietet? Was weißt du schon über ihn? Nichts? Was ist ja das Erschreckende. Mehr als über dich in anderthalb Jahren. Es tut mir leid. Es ist einfach passiert. Ich habe mich verliebt. Du willst dich also von mir und unserer gemeinsamen Zukunft verabschieden, aus dem Gefühl heraus, Flugzeuge im Bauch zu haben? Weil du was Aufregendes Neues brauchst? Clara, ich bin deine Zukunft. Und nicht irgend so ein hellgelaufener Kerl. Du hörst mir nicht zu. Ich liebe ihn. Genauso wie ich im Grunde genommen das Leben hier liebe. Sophie und ich finden, dass wir hierher gehören. Ist das beschlossen? Es tut mir leid. Ich habe sie gemietet. Von wem? Von einer wunderschönen jungen Frau. Ich fürchte, dann müssen Sie sie mit uns teilen. Wir brauchen nämlich eine Unterkunft, bis unser Haus wieder eingerichtet ist. Wenn es unbedingt sein muss. Aber wir müssten mal ein bisschen zusammenrücken.